Das Böse ist wieder da. Das neue Star Wars Heft habe ich hier vor mir liegen mit Palpatine. Mit Blitzen. Coole Figur. Limitierte Cut auch dabei. Ist die 105. Kostet 4,99 €. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Wir packen den nämlich aus. Stehen auch drauf. Wie viele Teile? Nee, steht nicht drauf. Eine ganz coole Figur. Ich weiß gar nicht, aus welchem Set die jetzt ist. Machen wir den Kleber wieder ab, weil der kommt nachher wieder in die Tüte rein. Ich hoffe, der ist auch vollständig, dass da nicht wieder was fehlt. So, da haben wir Boba hier noch. Oh Gott, die Karte ist wieder sehr fest dran geklebt. Ich hoffe, dass ich die heile abkriege. So. Einmal Boba. Nehmen wir die Karte Nummer 7 ist das. Ich glaube, das ist die zweite Serie. Oder wie viel gibt es von Star Wars schon? Aus Star Wars bin ich nicht so drin. Die sammle ich leider nicht. Aber die sieht schon mal cool aus mit diesem Rot und mit diesem Symbol. Hintergrund. Ja, das lohnt sich schon mal. So. Hier auch mal eben den Kleber ab, sonst habe ich das wieder über dran pappen. Ach Gott, der ist echt hartnäckig. So. So, dann mal den kleinen Bibli-Bob mal auspacken. Na ja, toll, das hat den kaputt. Aber irgendwann kommt da auch noch. Ah, oh. Ach, mit Cape. Habe ich gar nicht so gesehen. Das ist doch cool. Na, Kopf ist auch dabei. Dann haben wir mal was drin. Will ich nicht. So. Tüte erstmal zur Seite. Ach, bedruckte Beine. Ganz cool. Torso ist auch bedruckt. Sieht auch cool aus. Halt sehr schwarz gehalten, so, dann kriegt er sein Käppchen noch um oder seinen Umhang. So, da egal wie rum. Ne? So, dann den Kopf. Hat auch zwei Gesichter. Ganz cool. Guckt böse und böse. Also nichts Freundliches dabei. Und dann noch seine Kapuze. Kriegt dann noch seine Blitze ab. Einmal blau und lila, ganz cool. Ja, für 5 €. Diese Figur genial. Braucht man sich kein teures Set kaufen, nimmt man den halt so mit. Limitierte Karte ist auch sehr cool, wenn man die sammelt. Haben auch noch ein bisschen was. Und natürlich ein Heftchen, was wir uns nicht durchgucken. Ich hoffe, nächstes Mal ist auch eine Figur bei. Weil wenn so ein baubares Teil wieder dabei ist, hole ich mir das nicht. Ich hole mir die Hefte nur, wenn da coole Figuren bei sind. City Sets sind auch ganz cool. Da haben wir diesen Bus für unseren Junior geholt. Da spielt er sehr gerne mit. Ist ganz cool. Und dieses Doppelteil da, das gibt es auch schon für 20 €. Auto und so ein LKW, wo man den hinten draufladen kann. Das ist ganz richtig cooles Set diesmal. So, Comic. Da haben wir den Maul da wieder bei. Da fliegt der ein bisschen rum. Ach, cooles Poster. Das ist ja cool. Oh, hier ein paar Dingsets, Sternenjäger, hier natürlich der Rest von Maul, Geschichte ist erstellt, so spielen wir, achso, da haben sie die Bilder eingeschickt, finde ich ganz cool, das sieht cool aus, da sind wir eigentlich auch noch bei, da wollte mein Mann da so Bilder machen von den ganzen Figuren, mal schick, ein paar haben wir ja schon auf Instagram, könnt ihr euch gerne mal angucken. Da Klemmsteinchen. Ein Rätselspaß ist immer auch ganz cool für Kinder. Ich glaube, das ist ein Comic. Was ist das? Ach, das Wälder räumt ein bisschen auf. Mir fickt da ein bisschen. So, die gemalten Sachen auch. Immer ganz cool. So, wir sind schon auf der letzten Seite. Und wen haben wir nächstes Mal? Ui, den roten. Cool. Ich glaube, das ist der aus dem Battle Pack. Mal eben gucken. Ist das der? Der sieht wohl so aus. Oder? Ach, der ist so ein bisschen hochgeknickt da. Aber ich glaube, das ist der. Ja, den werden wir uns holen. Aber ich glaube, das Battle Pack ist dann günstiger. Da hat man zwar nur einen dabei, aber diese anderen Viecher alle. Den kriegen wir auch jetzt für 26 €, habe ich das schon gesehen, bei Smith Toys.
Amazon, weiß ich jetzt nicht, was die für einen Preis haben. Aber der ist schon cool. Den werden wir auch holen. Am 23. Februar kommt der. Wolfie habe ich auch schon ein Video gemacht. Da fehlt nur leider der Kopf. Ist bei Blue Ocean angefragt. Mal gucken, ob ich den noch bekomme. Aber ich kann dieses Heft empfehlen. Der ist cool, weil der ist meistens bei Sets bei, die so ein bisschen teurer sind. Wenn man die Figur haben will, sollte man sich unbedingt dieses Heft kaufen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst ein paar Abos, Likes, kommentiert und dann tschüss.